Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge ist nicht sehr viel passiert. Wir haben ein bisschen die Stadt hier, also Stadt, ja, ausgebaut und ja. Ich habe nach der Aufnahme so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen hier aufgeräumt, ein paar Sachen gebaut. Zum Beispiel diese Schutzdinger hier und ja. Die Essensmission können wir, glaube ich, nicht abschließen. Und ja, das ist das, was ich bis jetzt hier gebaut habe. Und zwar einen kleinen Außenposten, was unsere Hauptbasis, sage ich mal, sein wird. Sehr provisorisch. Es ist sehr schwer irgendwie zu bauen, habe ich so das Gefühl. Ich schaue es jetzt irgendwie nie, als irgendwie so gerade ist. Und ja, das ist das Beste, was ich hinkriegen konnte. Und das reicht, glaube ich, auch schon. Und ich habe, wenn ich mich nicht irre, hier irgendwo geschlafen. Also, wo kann ich denn sehen, wo meine Effekte gerade sind? So, meine, ihr wisst schon, jetzigen Effekte, ob ich irgendwie gut ausgeruht bin oder so. Weil ich habe mich mal schlafen gelegt. Ja, Dogmeat habe ich jetzt mal da gelassen. Und ja. Ich habe geschlafen und habe, glaube ich, gut ausgeruht bekommen. Das bedeutet, ich müsste eigentlich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Weiß ich nicht. Und dann habe ich mich hier noch ein bisschen umgeschaut und bin hierüber gestolpert. Ein Wurzellager. Und vielleicht kann ich hier irgendwelche Sachen finden, die ich anbauen kann. Mal schauen. Bin ich noch nicht reingegangen, habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe das Gebiet hier überhaupt nicht verlassen, übrigens. Oh. Verbranntes Wirtschaftsmagazin, wo? Okay, Matratze, aufbereitetes Wasser, hier sind ja noch gute Sachen drin. Holzkiste, so ein kleiner Schutzbunker ist das hier. Kann ich ja auch das Ding machen? Nö. Nö. Ich habe schon mal eine Kiste gesehen, die möchte ich gerne öffnen, falls ich das kann. Verbessertes. Kann ich schon? Ich kann schon verbessert, okay. Dann gucken wir mal, perfekt. Ja. So, warte mal, alles Patronen, Schrotpatronen, Fortkriegsgeld. Das nehmen. Ja, Goldbarren. Gold habe ich auch irgendwo im Instapuri. Ich will das hier nehmen. Ich will das nicht nehmen. Nitz Stout. Okay, Schnaps oder irgendwie sowas. Keine Ahnung von Alkohol. Ist das hier? Ach, das sind die Dinger, okay. Ja, dann, also. Kann ich so die Zeit anhalten? Okay, ich kann Sachen direkt ins Dingens hier transportieren. Ins ihr wisst schon, Lager, dann kann ich irgendwie darauf zugreifen, nehme ich an. Aber ich kann halt nicht bei so Sachen machen, die einfach hier so rumliegen, ne? Macht Sinn. Da ist noch ein Goldbank. Und noch einer. Die sind wahrscheinlich gar nichts mehr wert heutzutage, ne? Okay, haben wir, glaube ich, alles hier, ne? Ich dachte, wir würden jetzt hier über so ein Dingens hier stolpern. Wird schon. Wo Essen ist. So, jetzt müsste da eigentlich stehen, ich bin gut ausgeruht oder ich bin nicht gut ausgeruht. Steht aber nicht. Wahrscheinlich ist der Effekt nur an. Kann man nicht irgendwo nachgucken? Seinen jetzigen Status? Ich weiß nicht. So, dann gehen wir mal. Da wir hier nichts weiter erledigen können, erstmal zu unserer nächsten Quest. Und zwar, was ist denn am nächsten? Ich habe das Radio aus, naja. Wir können entweder hier mit den Sinern in Tempinis Bluff reden. Hallo? Das ist wo? Da. Und der andere Ort ist wo? Ja, das ist
definitiv weit weg, deswegen gehen wir mal dahin. Ja, ohne unseren Hund. Und dann würde ich sagen, machen wir da, was auch immer die von uns wollen. Warte mal. Ich dachte. Okay, ich sollte vielleicht nicht übers Wasser gehen, weil Strahlung ist ausnahmsweise sogar gefährlich in dem Spiel. Im Gegensatz zu Fallout 3, wo man, weiß ich nicht, solange man nicht immer 200 Stellen hier erreicht, vollkommen außer Gefahr ist. Man kann, weiß ich nicht, 100 Strahlung haben und da passiert nichts. Nur wenn man 200 hat, dann wird es erst ein bisschen gefährlich. Also ja, ist ausnahmsweise mal gefährlich. Ich schon gesagt, dass es gefährlich ist. Okay, ich mich mal eine andere Pistole hier. Ach, da steht doch, wie viel Munition wir haben. 315. Ich muss mal langsam meine ganzen Waffen hier ausprobieren. Ich tue mal alle hier irgendwie irgendwo reinpacken. Favoriten dahin. Minigun glaube ich nicht, dass ich die brauchen werde für kurze Zeit. Hier 308. Oh, das ist ein Snipergewehr. Dann nehmen wir die. Nein. Esamusket kommt dahin. Leicht Impro-Pistole. Die tut 38, war dann, ne? Ich will jetzt von jeder Munition am besten irgendwas haben. So. Wir nehmen irgendwas, wovon wir viel haben. Zum Beispiel die hier. Guck mal, ob es das bringt. So, jetzt gehen wir zu unserem Ziel. Welches da ist, nehme ich an, ne? Ich möchte mal noch kurz was gucken. Dann gehen wir auch weitergehen. Er steht abgeschlossen. Museum der Freiheit. Also sollte ich diese Dinger irgendwann mal noch abrasen, ja, das hier ist abgeschlossen. Das heißt, da muss ich nicht mehr hingehen. Ich nehme an, da habe ich alles Wichtige gefunden. Ich glaube, ich bin Skyrim auch so gewesen, wenn man alles erkundet hat. Und ja, natürlich wird alles andere, was wir auf dem Weg finden, auch erkundet. Das Auto nehmen wir mit. So, und das kann ich jetzt da reinpacken, ey. Da ist noch was. Fusionszelle, gut. Da sollte ich vielleicht alle möglichen Sachen mitnehmen. Irgendjemand hat die Stadt da beobachtet. Da muss ich auch noch erkunden, fällt mir gerade ein. Ein andermal. So, und ich muss Früchte finden. Irgendwas zum Anpflanzen, meine ich. Was zum Anfassen. Da sehe ich schon wieder, ist irgendwas. Irgendwo ist was. Ich habe was gehört. Oh, was? Was so? Sehr gut. Noch eins. Da ist noch eins irgendwo. Oh, ich hasse ja, dass die hier so aus dem Boden kommen. Muss das sein? Boom. Keep me rolling. Das ist nicht richtig. So, hier war noch irgendwo eines. Egal. Die geben ja nur Fleisch. Nicht so wie in Final Fantasy, wo die irgendwie, weiß ich nicht, Waffen oder Rüstung, Geld oder was weiß ich hinterlassen. Er will schon Sachen, die keinen Sinn machen. Da ist ein Friedhof, glaube ich. Ja, ich habe mir vorgenommen, da einzugehen, aber ich werde natürlich alles andere auch noch erkunden. Ist doch ein Friedhof hier, oder? Nee, das soll ein Haus sein. Ich brauche Essen, ich brauche echt Essen. Was ist das da? Ein Raider. Da sind viele Raider. Uff.
Die haben mich entdeckt, oder? Ich habe doch hier so ein Sniper-Gewehr, oder? Nee. Okay. Nee, das waren, glaube ich, ein paar zu viele. Nee, die möchte ich lieber aus dem Weg gehen erstmal. Bewege mich mal auf diese Schaufel und dieser, wie nennt man das? Pickaxe. Dickicht-Ausgrabungen. Das Ding da, oder was? Das ist wie so ein Damm. Da haben wir ja was Gutes gefunden hier. Wie komme ich jetzt da sicher hin? Da sehe ich schon irgendwas da drinne. Bestimmt so ein Myolog, ne? Den würde ich gerne von hier oben erschießen, wenn es geht. Nee, guck mal. Wahrscheinlich irgendwie da rein. Blub. Das sind Myologs, oder? Ich soll nicht grundlos da reinschießen. Da sind ja irgendwie freundliche Typen. Ein Wasser. Oder ist sogar dazu da, damit man hier rüber springen kann. Was bist du? Du bist doch irgendein Viech, ich sehe doch. Oder da unten ist irgendwas, aber ich kann euch da reingehen und schwimmen. Das wäre doch lebensmüde. Deswegen bin ich hier hingekommen. Was ist hier? Da ist doch mal was. Sind ja Leute. Hallo? Na, waren die Raider irgendwie hier? Scheint mich nicht so. So, wir haben Tabu-Tattoos. Du hast einen Ausgabe von Tabu-Tattoos. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Okay, kannst alles mögliche hier bekommen. Also wegpacken und den Pack musste ich bis jetzt noch nicht viel benutzen, fällt mir ein. Ist gut, ne? So, hier ist aber anscheinend niemand. Dabei sieht es hier voll sicher aus. Ach, warum nicht? Ach, hierfür war das. Das ist auch wieder so was. Wahrscheinlich, wenn man da schwimmt, ist da unten irgendwie was. Ne? Nehme ich jetzt mal an. Wenn hier. Was hat das zu bedeuten? Ich bin echt verführt, da reinzuspringen. Am besten. Hallo? Wer bist du? Sully Mattis. Entschuldigung. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Hilfe, wobei. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Um Geld bitten. Ich kann helfen. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand.
den Stecker ziehen. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Ich soll da reingehen. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Ist er nur überhaupt nicht verstrahlt oder so? Okay, zwei habe ich schon gesehen. Wo ist der dritte? Ach hier, okay. Ja, dann nehme ich mal an, dass ich mich mit Reddix hier vollpumpen werde und da eine Runde schwimmen gehe. Ich bin übrigens noch nirgendwo vorbeigekommen an Gegenständen, die ich klauen kann. Geschafft. Also, weiß ich nicht. Haben wir hier Werkzeugkoffer. Alles öffnen. Gehört zwar den Typen, der wahrscheinlich mit Jude Mattis hier verwandt ist, aus Tales Auxiliar. Mein Arklam ist übrigens kaputt gegangen. Na, komm schon. Lass mich nicht im Stich, goldene Haarnadel. Oh. Oh. So, Plan. Änderung. Ich nehme jetzt das Ding. Und rüste das aus. Du hast wieder andere Munition. Wo stehen wie viel Munition? Ich habe, ach so, 61, okay. So, automatisch speichern, sehr gut. Pff, voll provisorisch, das Teil. Oh Mann. Wollte ich eigentlich nicht, okay. Also immer. Ja, das ist ein Stimpack, das will ich haben. Okay, dann gehen wir mal da rein und schwimmen eine Runde, würde ich sagen. Also ist noch irgendwas. Aber anscheinend nicht. Okay, ich hoffe, man kann unter Wasser vernünftig sehen. Das war immer so ein Problem im Fallout und Skyrim. War ich hier schon drin? Da war ich gar nicht drin, ne? Okay, hier ist auch nichts, Mann. Ich traue dem Braten nicht. Verdammt. Okay, wie verstrahlt kann ich schon werden? Macht das halt zu. Okay. Das ist das erste Teil. Mache ich alles in einen Rutsch wahrscheinlich. So, dann brauche ich etwas Red X. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Strahlung wieder stehen. 100 Sekunden nehme ich an. Okay, rein da. Oh Gott. Jeder Teil. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Vor allem nicht, wenn hier nur Sachen sind. Was? Aber ich nehme an, der Benutzer hat nur das Wasser hier. Ich kann nicht nach oben schwimmen. Okay, jetzt. Strahlung, Strahlung. Ich merke schon, wie mir ein zweiter Arm wächst. Ein zweiter Arm ist mein dritter Arm. So, wo ist der dritte? Hier irgendwo war das. Ich habe einen Moment lang vergessen, dass ich ja auch Luft brauche. So. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwann hier so rumlaufen. Hoffentlich stellt der etwas ab, irgendwie so was. Lass mich raus. Nein, nicht trinken. Geh raus. Nehmen wir mich Red Away benutzen. So. Habe ich repariert. Hey. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Kennst du einen Jude Mattis?
Hier ist auch noch was. Aber nichts Besonderes da. Okay. What the? Wow, da bringt gar nichts. Zeig mir hier nicht. Ah, nein. Mir ist klar. Oh Gott, ich bin gleich tot. Verdammt. Ich brauche Stimpack. Oh, was? Nein! Ich wollte gerade ins Wasser springen. Verdammter Dreck. Alter, warum halten die so viel aus? Ugh. Jetzt muss ich nochmal da reingehen, ne? Verdammter Dreck. Die machen so viel Schaden, Mann. Oh. War noch ein Terminal, merke ich gerade. Okay. Ich fahre nochmal auf seine Waffen zu. Ach ja. Dann. Nochmal das Ganze leckt mich. Whee. Das ist ganz schnell. Ich bringe überhaupt nichts unter Wasser. Außer wenn ich in der Nähe irgendwo bin. Oh, und jetzt da. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Erstmal mache ich das Red Away weg. Die Strahlung meine ich weg. Aber ist doch blöd, dass man so wenig Schaden, ja. Nur aufbereitetes Wasser und so. Halt mich das voll. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hi. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. So. Wohl, nee. Wohl doch. Komm mal nochmal zu frecken. Es ist nicht so, als würde ich hier, weiß ich nicht. Was machen, was jetzt mit da ein Problem machen würde. So. Komm hier, ne? Kommt auch noch vor meiner Nase raus, ey. Ich krieg die Krise. Du da hinten musst leider erstmal alleine klarkommen, ne? Ich tue jetzt schon mal ein Stimpack benutzen. Boah! Echt? Du wirst aber gegen einen überleben, ne? Oh, ich muss gegen zwei überleben. So. Alter. Verpisst euch. Oh Mann. Hey, geblieben. Zum Glück sind halt nur zwei, ey. Obwohl der eine ist tot. Warum hält das Fall? Wie ich so viel aus? Alter. Alter.
Wollte gerade das Ding aufrufen. Ich habe nur zwei Schuss, merke ich gerade. Ich brauche irgendwo mehr. Da bringt's ja voll. Hilfe! Warum kriegen das nicht kaputt, das Viech? Oh. Boah, leck mich. Kronkorn. Alter. Ich hab was meine ganze Dingens verbraucht. Habe ich auch nicht mehr viel. So, wir haben halt irgendwie überlebt. Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Oh, danke. Den Stecker ziehen. Abgeschlossen. Level up. Da ist immer noch Wasser. Ach, hallo. Und da haben wir sogar noch was. Bams. Schön. Ohne Sicherung, die brauche ich sogar. Für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was, aber ich brauche es. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Glaub nicht, ne? Was war der raus? Oh Gott, ich habe mich ja beinahe wieder umgebracht. Meine Strahlung, Hilfe! Ja, da unten ist doch sicher noch irgendwas. Ich komme irgendwann mal mit einem Strahlenanzug oder irgendwie sowas hier rein. Aber erstmal muss ich mich schon wieder hier mit Ding jetzt voll packen mit Right Away. Und welchen ich nicht mehr viel habe übrigens. Und es wird gespeichert. Gut. So, dann tun wir mal noch unser Level Up hier verballern. So. Meistens sagen kann ich erst so auf Level 8 oder 9 weiter hochleveln. Deswegen ist es ein bisschen praktisch hier. Dann müssen wir moderne Computerverschlüsselung. Muss jetzt nicht so. Halt seltene Komponente wie Schrauben. Standard Rang 1 Hightech Mods. Mega kritischer Treffer. Fortgeschrittene Extrem für bessere Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Das ist doch mal nicht schlecht. Das habe ich, glaube ich, immer benutzt. Du bist nicht dumm, nur anders. Dreifache Würfe, abgeschlossene Aktionen. Die Erfahrungspunkte. Dinger finde ich jetzt nicht so. Also wir nicht automatisch Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Das sind wieder so Sachen, weiß ich nicht. Ja, du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Durch Essen und Trinken. Du nimmst keine Strahlung durch Essen und Trinken auf. Könnte sogar nicht schlecht sein, ehrlich gesagt. Ich könnte auch erstmal sammeln und dann meine anderen Sachen erstmal aufleveln, ne? Zum Beispiel das hier. Wäre eigentlich auch eine Idee. Vom Fall zum Standardrang ein Mods. Ich glaube, da werde ich sogar machen. Hier ist 25% mehr Schaden. Das könnte ich vielleicht sogar auch nehmen. Ich glaube, ich speichere erstmal ein paar Dinger. Ja, ich sammle erstmal. Gut, kein Bonus, aber egal. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir haben unser
kleines Abenteuer hier abgeschlossen. Da ist immer noch was nicht erkundet. Später. Dann gehe ich nochmal hier hin, mache ein Nickerchen. Den meinen Red Dingens hier. Ne, wo ist jetzt nochmal? Da kann ich auch noch drauf gehen, ne? Band abspielen. Übungsaufzeichnungen. Im nächsten Part. Okay, nee. Ach, hier war eine. Gut, dann gehe ich hier pennen. Und wieder voll geheilt. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Oh, jetzt noch ein Stimback. In der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.